Jahr genannt worden. Das war ein Modebegriff. Aber wenn man sich mit ihm heute unterhält, wobei ich fand ihn immer schon unheimlich smart und eloquent, der hat schon auch eine Menge an Lernphasen mitgenommen aus seinem ereignisreichen Leben. Und diese Politik, das nimmt er wirklich sehr, sehr ernst. Ist enorm engagiert. Jetzt wird es zumachen. Auch selten Doppelfehler bei Moja. Zwei Doppelfehler am Stück. Safi lacht. Zwei Geschenke. Noch einen, sagt er. Komm mal, noch einen. Macht er aber nicht wirklich. Und damit, ja, wie erwartet, mit dem Aufschlagspiel erfolgreich. Und die Gattin von Carlos wird zufrieden sein. Ich finde, wenn man den Carlos Moja so anschaut, als habe sich die Zeit überhaupt nicht verändert. Also das Stirnband, die längeren Haare. Es gab ja damals einen Aufschrei im Juli 1997, als Carlos Moja, weil er zum Militär ging, sich die Haare abschneiden ließ. Das waren hunderte von Zuschriften, die auch immer dann bei den Turnieren an die Turnierleitung gingen, wo er sich gerade aufhielt, wo die jungen Damen gesagt haben, Carlos, das kannst du uns nicht antun. Wurde ja Ende der 90er vom US-Magazin People zu einem der 50 schönsten Menschen der Welt. Einer, auf den die Ladies besonderes Augenmerk gelegt hatten. Und ich finde, wenn man ihn so anschaut, gilt das sicherlich auch noch heute. Das war der letzte Punkt des Satzes, der, wie ich finde, sehr viel gutes Tennis brachte, der auch Tempo drin hatte. Er mit der wesentlich geringeren Fehlerquote, mit dem kompakteren Spiel. Man ist da schon ganz schnell auf Nenner und weiß, warum der zum Beispiel auch in Delray Beach in diesem Jahr gegen Lendl im Finale das erste Turnier gewonnen hat. Es geht ja quer über den Tennisglobus, Stockholm, Zürich die Station, dann geht es nach Kolumbien, Brasilien, Sao Paulo wird gespielt, in Belgien genauso wie in Polen, dann geht es nach China, Südamerika, nach Chile. Und der größte Höhepunkt dann traditionell in London, in dieser wahnsinnig atmosphärischen Halle in der Royal Albert Hall, wo früher auch das Doppelmasters stattfand. Also da habe ich auch Gänsehaut bekommen, als ich da die Matches kommentiert habe. Da waren die Linienrichter im Smoking und mit Fliegen an den Linien. Also große Tradition, tolle Akustik, ganz tolle Halle. Zweiter Satz. Thank you.
Schuss fast härter als der Aufschlag. Mit 156 km/h jetzt auch nicht gerade die Kategorie Zeitlupenservice gehört. Kurzes spanisches Gespräch zwischen den beiden. Aufschlag wieder über 200 km/h von Marat Safin, der jetzt in diesen Zeiten weit entfernt ist, der Russe, da wie früher die Schläger zu zertrümmern. Das hat er ja reihenweise gemacht. Beim Australian Open mal gegen Rocuse. Breakbälle habe ich eigentlich jetzt gegen Rocuse vergeben. Sag mir das. Ich will das jetzt ganz genau wissen. Und er hat mich eher geruht, bis der Schiedsrichter ihm das gesagt hat. Sehen wir nochmal diesen sehr schnellen Aufschlag. Gut reagiert übrigens von dem Ballmädchen da hinten, denn über 200 km/h, das ist zügig. Er kann ihn. Und wie? Ja, der übrigens, wenn man das ein paar Mal trainiert, durchaus zu machen ist, weil man ganz gut sich positionieren kann. Der ist offen. Fuß ist leichter, als wenn man den Körper seitlich vorbeispielt, wenn man also ein bisschen unruhiger spielt. Das war ein tolles Beispiel. Von Moya, den Ball wieder in die Ecke zu spielen, wo er herkommt. Das heißt, den Gegner auf dem falschen Fuß zu erwischen. Das ist alles noch da. Oh.
weit war der aus, sagt er. So weit. Ja, ist schwer zu sehen. Aber auch an der Szene sehen Sie, auch wenn er ein bisschen lächelt, sowas wurmt den. Der Platz ist dabei. Ist auch okay so. Höchster Bedrängnis, 2-3 Meter hinter der Grundlinie. Da kommt die Vorhand mal. Und wie? Damit hat er die Chance, mit 2-0 in Führung zu gehen. Auch wenn er nicht so aussieht, von der Körpersprache her. Yes. Guten Aufschlägen in Folge. Das Aufschlagspiel für Carlos Moya, der kaum eine Schwäche hat bisher an diesem Abend, der wesentlich. Ist der einzige im Feld der 8-Klasse-Spieler. Ja, da muss er laufen ohne Ende und kommt nicht mehr hin, weil der Ball genügend Spin hatte. Angriffsschlag war nicht gut von Safin, der aber auch müde wirkt im Vergleich zum Gegner. Und das, was gestern Spaß sein sollte, ist dann vielleicht doch ernst.